Oh mein Gott. Ach Gott. Ja. Vierteste Folge, Leute. Und wir sollten wieder ein Pferd oder sowas feiern. Aber es ist nichts Besonderes eigentlich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das nichts Besonderes. Oder ich meine, 40. Folge ist nichts. Bei der 50. Folge können wir gerne nochmal drüber reden, aber 40. Folge ist nichts. Ist nichts. Na gut, wisst ihr, Leute. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seitdem ich jetzt hier wieder spreche. Weil ich meine, seit 4 oder 5 Monaten mache ich das jetzt. Nein, gut, seit fast 4 Monaten und wir sind jetzt in der 40. Folge. Irgendwie kann da was nicht stimmen. Habe ich manchmal irgendwie vergessen, dass ich schon super weit bin. Aber vielleicht hatte ich die 40 schon und weil ich mal eine sehr lange Pause hatte, habe ich das vergessen. Habe dann irgendwie wieder bei 20 oder so gestartet. Weil irgendwie kommt mir da was falsch vor. Nur 10 Videos in einem Monat gemacht. Da funktioniert was nicht. Ich mache um die 10 Videos an einem Tag. Ich werde mir das gleich nochmal genauer ansehen, Leute. Aber da stimmt was nicht für mich. Weil wenn ich da einen Fehler sehe, dann werde ich wohl oder übel alle Videos nochmal umbenennen müssen. Was mir gefällt oder nicht. Habe ich dann wohl keine große Wahl. Besser als wenn ich mich blamiere. Alle Typen weltweit mein Fehler sehen. Ach, ich schieß doch nicht immer. Ja, wie gesagt, habe ich wohl keine große Wahl. Oh, ich habe mich gerade gefreut, dass da was Liedernes ist, aber nun hier repetiere. Nichts Besonderes. Oh. Noch was Gutes am Radio. Party Royale. Party Royale hat mich auch enttäuscht. Das war's. Ich war's auch. Komm, Walker, die Radio, bitte. Walker und Royale, bitte. Oh Mann, was läuft denn hier alles wieder für? Ich kann die dann nicht mehr umschalten. Okay. Aber mein Internet ist noch da. Naja. Da muss ich mit den Schaltschuhen weiter reinziehen. Ist doch nicht schlimm. Ah. Bitte nicht wegfliegen. Ich hol dich. Bist direkt bei meinem Auto, das ist gut. Komm da, ja. So. Auch wenn ich die 1000 bessere Sachen schon mal mehr verfolgen konnte, brauche ich ihn trotzdem. Das ist mal bitte nicht die Hörte. Gut, das Auto gebe ich auf. Das ist eine blaue Schrotflinte. Mann, was fällt an der Stimme wieder los? Aber Holzgebäude. Och, nee. Ja, jetzt pass mal auf, denn jetzt bleiben wir einfach. Alter Mann, ey. Alter, war mein Aim gerade weg. Gut, ich nehme den Sniper auf. Oder ist Hebelrepetierer besser? Ich glaube, Hebelrepetierer ist tatsächlich sogar besser.
Ich muss mal ganz kurz alles Illegale rein, was wir hier finden. Ich höre Schlüssel. Da hinten wieder. Das könnten aber nicht mal. Ich glaube, der Typ gerade war auch ein echter Spieler. Halt. Es ist mittlerweile. Damals hast du gedacht, da stimmt irgendwas nicht, wenn jemand 70 Buildings gemacht hat. Heute denkst du dir, es ist nicht normal, wenn jemand mal nicht baut. Das war dann auch, das tut mir schon ein bisschen leid. Weil ich habe ihn einfach innerhalb von 3 Sekunden weggetötet. Und er hat halt nicht mal gewusst, von wo ich kam. Aber ey, Mann, so läuft das Spiel. Funktioniert das halt. Ich dachte gerade, das ist ein Spieler. In Lazy Lake werde ich immer so paranoid, wisst ihr. Warte mal nach, Roma. Aber Holzgebäude sollte ich noch immer beenden, die Aufgabe. Aber das eilt nicht. Holzgebäude bauen mache ich schon immer. Einfach so. Wenn ich einen Baukampf machen muss, dann hat er auch sein Holzgebäude. Abschaum. Niemand will diese Waffe haben. Ich habe da Schüsse. Schüsse sind immer interessant. Echter Spieler? Okay, ich hab noch was. Das ist ein echter Spieler, das kann sich wahrscheinlich auch nur im Bot. Warte, dieser Holzgebäude. Alles hat jetzt einfach nur. BTF, wo? Oh mein Gott. Alter, wow. Ich wusste gar nicht, dass es eine goldene Hebelschrotflinte gibt. Ich dachte, die gibt's gar nicht. Wisst ihr was, Leute? Wir haben heute Ehre. Wo ist dieser Emote? Wo ist dieser GG-Emote? GG, Minz GG, da. Und weil wir noch super nett sind, wo ist der Herz-Emote? Wo ist der? Gut. Ich denke, er hat mir jetzt verziehen, mittlerweile. Sollte er. Zumindest. Das kann ich auch nicht mehr für ihn tun. Wahrscheinlich schiebt er mir jetzt gerade so einen Report nach dem anderen in die Fresse. Was mir auch egal. Soll nämlich noch reporten. Ich spiele fair und nett. Warum würde ich hier mal runter? Oh mein Gott. Gut, fertig. Obwohl, nee. Nee, für die 10 HP werde ich mir jetzt das Medkit verschwenden. Gott, das war echt knapp. Werde ich nicht machen. Okay, da hinten ist ein Gegner. Halt, man erkennt einen echten Spieler immer daran, dass er zum Beispiel auch Aufrüstung benutzt oder so. Also sowas kann er einfach nicht. Der ist nicht dafür ausgelegt, jetzt mit einem Auto irgendwie irgendwo hinzufahren. Die Bots laufen einfach immer random um die Map. Halt eigentlich auch immer in die Zone rein, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass sie einfach in einem Gebiet rumlaufen und irgendwann verrecken die in der Zone. Ich meine, so kann es ja auch sein. Ja, die laufen halt immer random und so. Was liegt denn da? Ach, ein Drachen, oder? Ja gut, kein Wunder, dass die jemand liegen gelassen hat. Drachenodem ist der größte Müll. Leute, echt, diese Waffe respektiert keiner. Ich hab die schon fast vergessen. Diese Waffe respektiert echt keiner. Wir haben die Hebelschrotflinte, die aufladbare Schrotflinte und die taktische Schrotflinte. Drachenodem-Schrotflinte ist eine Schrotflinte zu viel, meiner Meinung nach.
Ich hole mir den High Ground. Alles klar. Ja, die Brücke ist wieder problematisch. Ich bin es gewohnt. Diese Brücke war schon immer ein Problem in meinen Augen. Alter, okay, da geht's wieder ab. Jemand hat wieder die Mandalorianer-Sniper. Irgendwer hat die immer. Hinten ist noch ein Gegner. Wow. Das war ein Schluss, der eigentlich jetzt in die Geschichte eingehen sollte. Der ist tot. Wir haben es geschafft, Ladies and Gentlemen, er ist tot. Leider konnte ich es nicht tun. Gott. Zwei Schwitzer streiten sich. Was ergibt das? Na, was wohl? Ein Schlachtfeld, was riesige Buildings hinterlässt. Wir warten hier. Obwohl, nee, wir können nicht warten. Wir schwimmen sie uns direkt im Arsch, wenn ihr auf die Karte gucken würdet. Ich glaube, der hat auf mich geschossen. Ich will kein Risiko eingehen. Einfach stehen zu bleiben und zu gucken, von wo der Scheißschuss kam. What? Nein! Oh, lol. What? Leute, es tut mir leid. Okay, ich lasse mich lieber mit dem Typen mit der Mandalorianer-Sniper ein. Was ist mit dem, Junge? What? Ich bin einfach besiegt. Verbänder. Nein, nein, nicht. Verbänder. Gut, erstmal die Verbänder ganz langsam. Nee. Nein, Junge. Es nervt wieder so. Nervt das so übelst hart, Junge. Muss hier weg, Junge. Nein, Alter. Nimm das Verband noch. Eine Schildtränke nehme ich. WTF. WTF, WTF. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich fahre halt im Sturm. Alter. Nee, ich fahre halt im Sturm. Ich schaff's nicht. Alter, ist das grausam. Alter, ist das grausam. Alter, oh Gott. Oh Gott, Alter, wieso muss der so weit weg sein, Alter? Wieso muss die so weit weg sein, die Zone? Autsch. Gott, das tut echt weh, Leute. Gott, das tut echt weh. Jeder, der vor uns mal gespielt hat, der muss das einfach fühlen, diesen Moment. Gott, Alter.